So, Leute, servus. Also die, wo heute einen Fisch sehen wollen, die brauchen das Video gar nicht anschauen, weil ich habe die Rute so platziert, damit ich heute keinen Fisch fange, dass ich heute Ruhe habe beim Videodrehen. Wenn es aber beißt, dann geht's ab, weil es ist eine Wurmbündel auf der Stellfischrute. Ja. Auf jeden Fall heute geht's ums Essen. Heute wird's geil, lecker. Ich habe mir was gegönnt. Ein Gaskocher. So eine Gaskochplatte. Und ein Sandwichmaker. Voll geil. Das zeige ich euch jetzt mal kurz, was ich mir da zusammengerichtet habe. Also Toastscheibe, eine Wurst, Tomate und Zwiebel und Käse. Jetzt habe ich hier den Koffer. Ja. Da waren 16 Gaskartusche dabei. Und das Ding war saubillig. Ich habe das eine Weile in Amazon beobachtet. Die Preise sind da hoch und runter gegangen. Zwischen 30 Euro, 50 Euro, 20 Euro, da war alles dabei und ich war immer zu geizig. Und jetzt habe ich ihn ziemlich günstig bekommen und jetzt habe ich zugeschlagen. Was ich aber jetzt schon ziemlich scheiße finde, der Koffer stinkt, das ist abartig. Ich habe den in meinem Rucksack drin gehabt. Ich bin vom Auto hierher gelaufen und ich habe schon gedacht, das kann nicht wahr sein, dass der Koffer jetzt echt so stinkt, oder? Aber gut, so soll es sein. Werden wir sehen, ob es ausstinkt oder wie das Teil innen drin aussieht. Auf jeden Fall, das ist die Gaskartusche. Butane, Diamant-Butane. 227 Gramm sind das. Und jetzt kommt das geilste Teil überhaupt. Der Sandwichmaker in XL. Ist auch spartanisch gehalten, das Ding, auch ziemlich billig gewesen. Kann man jetzt hier geile Toast machen. Und da ich beim Angeln sowieso immer Hunger habe, läuft mir das gerade rein. So, jetzt werde ich mal das Zeug schnibbeln. Und jetzt packen wir erstmal den Kocher aus. So. Wieder stinkt, ey. Ich glaube, zum Transportieren ist der Koffer halt ideal. Falsch rum. Da ist jetzt mal das Teil drin. Okay. So, also so sieht das Teil jetzt mal aus, der Gaskocher, und der ist von Maxun, aber ich glaube, ich habe einen anderen bestellt. Also ich glaube, dass ich eine andere Marke bestellt habe, wo mir da jetzt... So, also das Teil habe ich jetzt drin. War erst undicht, weil ich es krumm reingemacht habe. Und jetzt sehe ich, dass hier das irgendwie verbogen ist. Ich hoffe, dass das so gehört. Hier. Keine Ahnung. Und schauen wir mal. Hier war das jetzt bereites Teil. Hier kommt dann meine Pfanne drauf.
jetzt ziehe ich mir geschmeidig Hornschicho. So, jetzt schneide ich mal meine Zutaten. Jetzt ist mir die Tomate abgestürzt, Alter. Oh. So, ich glaube, eine halbe Zwiebel reicht für zwei Toast. Müll immer mitnehmen, gell, ist ganz wichtig. Geile Wurst, ey. So, ne? Geile Daten am Geschäft. Packst den Gaskoffer. Und ein Zwiebelei und gehst fischen. Ah, die Tomate mache ich nochmal sauber. So, schneide ich mir jetzt ein Scheibchen. Oh, wie das Messer da durchflutscht. Ein Gedicht. In eine weiche Tomate. Ne, das müssen wir auch mal sagen. Was für eine dünne Scheibchen. So. Dann machen wir da. Ab und zu mal nach meinem Schwimmer gucken, was da abgeht, gell? Wenn ich also nicht schwätze und verdutzt tue, dann tue ich nicht verdutzt oder bin verdutzt. Ich suche nur meinen Schwimmer. jetzt machen wir mal die Würschle hier drauf. Zack, zack, zack. Tomate. Und ordentlich Zwiebel drauf, ne? Das muss ja geil sein. Und jetzt kommt's allergeilst. Der Gouda. Schön da drüber. Das ist die nächste Kamera. Schön da drüber bröseln. Ja. Immer noch eine Handvoll. Zack. Dass das auch geil verläuft. Und die Twitch-Tribe. Und auch da drauf. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht auseinander, du mein Sandwich, gell? Jetzt schalte ich mal den Apparat ein. Hoffe ich. Wenn ich wüsste wie, das hätte ich vorher gucken sollen, ne? Aus und auf. Ich habe es geschafft, er läuft. Das ist jetzt Vollgas? Ah ja. So sieht man ein bisschen was. Jetzt gehe ich ein bisschen runter. So, und jetzt warten wir auf den Toast. Und dass nichts beißt. Aber mein Schwimmer ist nicht besser.
Gut. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich habe den jetzt vielleicht 20 Sekunden drauf, den Toast. Ich drehe ihn jetzt mal. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, kriegt schon Farbe. Der Käse brutzelt. Also Dampf hat das Ding schon mal, gell? Ich tue das jetzt mal alle 10, 20 Sekunden. Das ist ein bisschen nicht optimal. So, ne? Ja, muss halt gerade stehen. Ja, und dann zeige ich euch, wie der Toast aussieht. So, also jetzt war ich ein bisschen zu langsam mit der Kamera, aber das sieht schon geil aus. Ja, Käse verläuft noch nicht so ganz. Abwarte. So, also der Toast ist jetzt fertig. Das geht ruckzuck, da muss man echt aufpassen, ey. Sonst ist er schwarz. So, also mein Toast ist jetzt soweit. Also das Ding ist echt schnell. Man muss echt entweder die ganze Zeit das Teil drehen oder halt wirklich andauernd gucken, wie weit das der Toast ist. Oder die Flamme ziemlich klein halten. Ja, kann was. So, also ich habe mir jetzt noch einen zweiten Toast gemacht. Der liegt jetzt gerade hier, kühlt ein bisschen ab. Mein Fazit, es war beides billig. Ich habe für beides bezahlt 35 Euro. Also für Kocher 16 Gaskartusche plus der Sandwich Maker. Preismäßig finde ich, kann man gar nicht meckern. Der Sandwich Maker ist Teflon beschichtet. Das heißt, da brennt so gut wie nichts an. Der ist von Bankside Grill. Ne? Ist spartanisch, aber gut. Fürs erste Mal jetzt. Mal sehen, wie er sich bei der nächsten Tour schlägt. Dann der Kocher, wie gesagt, der ist von Maxun. Ich bin mir eigentlich fast sicher, ich habe den von einer anderen Marke bestellt. Da muss ich mal nochmal nachschauen. Das einzigste Negative bis jetzt, die Kartusche ist ein bisschen friemelig reinzubauen. Wenn man ein bisschen hektisch ist, so wie ich als, kann das Herausforderung werde. Der Koffer stinkt bestialisch. Ich hocke jetzt daneben, das in der freien Luft. Der stinkt abartig, das Ding. Da muss ich mal schauen, ob ich das Ding entweder entsorge oder vielleicht stinkt sich's aus oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, die Toasts werden geil. Wenn man nicht viel schleppen will. Was Warmes zu essen haben will, behaupte ich jetzt mal, kann man da echt nichts falsch machen. Und wie gesagt, billig war es auch. Ja. Was man vielleicht beachten kann, den Toast richtig vollballern mit Material. Sonst rutscht er hin und her. Also der muss in der Mitte vielleicht ein bisschen dicker sein, dass der ein bisschen Press in der Pfanne liegt.
heute noch einen Fisch fangen. Obwohl ich die Angel so platziert habe, dass ich keinen fange. Wäre doch mal richtig geil, oder? Den baue ich dann auch ins Video ein, den Drill. Weil der wird witzig. Mit 7,30 Meter Stellruder. Und immer wenn ich mit der Stellruder raus bin, ist es windig wie die Sau. Jedes Mal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr es bis zum Schluss angeschaut habt. Ne? Also lasst ein Like da und ein Abo nicht vergessen. Peace!